Meine Lieblingsfarbe. Babonebel, der Schneehase und Blitzchen hüpften die Himmelstraße entlang. Komm, wir gehen spielen, rief Blitzchen. Beeilt euch, rief der Schneehase. Die Sonnenschildkröte kam angehüpft und auch Schweinchen Hagel. Lass uns spielen, rief Igelchen Donner. Herr Frost und Mr. Wind folgten. Was sollen wir heute spielen? Fragte Blitzchen. Lasst uns malen, sagte Senior Regen. Oh, ja, rief Herr Frost. Sie hingen ein großes, langes Stück Papier an der Himmelstraße auf und nahmen ihre Farbeimer und Pinsel. Hey, das ist mein Eimer, rief Schweinchen Hagel und schnappte sich die rosa Farbe. Nimm bloß nicht mein nebliges Blau, rief Babonebel. Blitzchen nahm sich natürlich die gelbe Farbe. Was soll ich malen? Was Großes oder was Kleines? Es muss in blitzigem Gelb sein. Eine gelbe, blitzige Banane? Nein. Tolle rosa Farbe! Schaut! Rief Schweinchen Hagel und schwang seinen Pinsel herum. Was soll ich malen? Vielleicht wunderschöne rosa Sterne. Babonebel überlegte. Es muss was Blaues sein, was Besonderes in nebligem Blau, was ganz was Besonderes. Igelchen Donner tanzte neben seinem grünen Farbeimer herum. Und was tanze und male ich? Eine Palme, ein Tannenbaum, einen donnernden grünen Baum? Herr Frost schwang seinen Pinsel. Links und rechts, rechts und links. Vielleicht male ich eine orangene Krabbe oder einen Ballon in eisigem Orange natürlich. Senior Regen dachte nach. Lila Sterne und Einhörner? Ein lila Einhorn, das einem lila Stern hinterherrennt. Regnerisches Lila ist solch eine tolle Farbe. Und was male ich? Fragte der Schneehase. Einen roten Schneemann? Einen roten Schneemann auf einem roten Schlitten? Einen roten Schneemann auf einem roten Schlitten, der den Himmelshügel runterfährt. Ach, ich weiß was. Die Sonnenschildkröte hatte schwarzes Papier und weiße Farbe. Sagte sie. Ein weißes Plätzchen, ein weißer Kuchen. Lass uns anfangen, rief Blitzchen. In blitzigem Gelb. Nein, in eisigem, hageligem Rosa, rief Schweinchen Hagel. In nebeligem Blau, rief Babonebel.
in donnerndem Grün, rief Igelchen Donner. Nein, in frostigem Orange, rief Herr Frost. Yeah! In regnerischem Lila, ganz toll, sagte Senior Regen. In Schneerot, super klasse, sagte der Schneehase. In süßem, sonnigen Weiß, sagte die Sonnenschildkröte und kletterte auf ihren Malhocker. Sie malten und malten. Als sie fertig waren, begutachteten sie ihr Kunstwerk. Oh, es ist so toll geworden, rief Igelchen Donner. Wir können malen, sagte der Schneehase. Wir sind Künstler, sagte Senior Regen. Mr. Wind fegte vorbei. Was habt ihr denn gemalt? Fragte er. Zitrone, Fisch, Schweinchen, Hut, Regen, Hausschuhe, Schnee, Zuckerguss. Unglaublich toll, rief Mr. Wind. Wollt ihr sehen, was ich gemalt habe? Ja, klar doch, sagte Blitzchen. Natürlich, sagte Schweinchen Hagel. Mit welcher Farbe hast du gemalt? Fragte die Sonnenschildkröte. Mit meiner Lieblingsfarbe, sagte Mr. Wind. Gelber, rosa, blauer, grüner, weißer, roter, oranger, lila. Was? Gelber, rosa, blauer, grüner, weißer, roter, oranger, lila, sagte Mr. Wind nochmal. Schaut! Er zeigte seinen Freunden, was er gemalt hatte. Es war ein tolles, abstraktes Gemälde. Unglaublich toll, rief Schweinchen Hagel. Wirklich künstlerisch, sagte Herr Frost. Fast so schön wie meine Zitrone, rief Blitzchen.